Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute werde ich euch meine Ameisenkolonie zeigen und wie man diese fängt. Ich habe hier eine Lasis-Negerkolonie. Die ist gerade ein bisschen aufgeschreckt, da ich die Abdeckung entfernt habe. Die sind übrigens erst gestern in dieses neues Nest gezogen. Oben auf dem Stein liegt ein Blatt, wo ein paar Honigtropfen drauf ist. Da das Lasis-Neger sind, ernähren sie sich hauptsächlich von Honig oder Zuckerwasser. Unten links ist ein Stück angefeuchtete Watte, wovon die Ameisen trinken können. Der Rest ist eigentlich nur Dekoration. Hier oben ein paar Stöcke und Steine. Ich habe diese Ameisenkolonie schon seit circa 3 Monaten und seitdem haben sie sich schon ein bisschen vermehrt. Die Königin sitzt bei den Arbeiterinnen und bei der Brut in der hintersten Kammer. Die kann man jetzt nicht so gut sehen. Wenn man ganz genau hinschaut, sieht man ganz hinten links das Hinterleib. Vom Schwarmflug letztens habe ich ein paar Königinnen gefangen. Dies ist eine davon. Wie ihr seht, befindet sie sich in einem Reagenzglas. Ich werde jetzt einspielen, wie ich die gefangen habe. Wie ihr seht, ist es wirklich ganz einfach und man braucht jeglich nur so ein Reagenzglas und einen Wassertank, der mit so ein Stück Watte abgeschlossen ist, damit das Wasser nicht rauskommen kann und die Königin, wie ihr gerade seht, davon trinken könnt. Außerdem müsst ihr dies nur mit so ein Stück Watte verschließen. So eine Königin trifft man meistens Mitte Juni bis August an. Die kann man dann, wie ihr gesehen habt, ganz einfach einfangen. Man muss dann wirklich nur vor die Haustür gehen, 1-2 Meter gehen und ihr werdet auf Scharen von Königinnen stoßen. Natürlich ist es nicht in jeden Abend so, meistens wenn es ganz warm und schwül ist. Ich habe jetzt mehrere Ameisenköniginnen gefangen und denke, dass ich einmal im Monat statt ein Experimente-Video ein Update-Video hochladen werde. In den beiden unteren befindet sich jeweils eine Königin, außer in den oberen beiden. In dem mittleren von den oberen beiden war mal eine Königin drin, doch die haben sich nicht verstanden, deswegen musste ich die raustun. Aber ganz oben befinden sich 2. Die scheinen sich ganz gut zu vertragen und ich versuche mal, ob es klappt, dass sie es gemeinsam gründen. Es wird sich noch herausstellen, was für Arten die Königinnen sind. Das kann man so schwer sagen, weil eigentlich alle Ameisenköniginnen gleich aussehen. Das kann man erst feststellen, wenn sie Brut haben. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Und wie gesagt, das nächste Video würde am Samstag kommen, wenn wir es wieder schaffen, die 10 Likes zu knacken. Dann seht ihr jetzt noch ein paar Nahaufnahmen von meinen Ameisen. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag, würde mich über eine positive Bewertung freuen und natürlich auch über ein Abo. Tschüss! Was? Du bist immer noch dran? Dann gibt es jetzt noch ein kleines Bonusmaterial für dich.